Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich mit euch zusammen, ja, mit Hilfe von diesem kleinen Apparat hier, und zwar mit der Synology Disk Station, möchte ich zusammen eine Kamera einrichten. Und ja, mit der Disk Station kannst du ja ganz viele verschiedene Sachen machen. Das heißt, du kannst da Fotoalben drauf installieren, du kannst dort ja, eine normale Datensicherung mit realisieren, du kannst mit der Time Machine arbeiten und ähnliches. Also ganz viele verschiedene Dinge. Wer dazu mehr wissen will zur Disk Station, dem empfehle ich immer noch dem iDomics-Kanal vom Dominik, denn dort stellt Dominik sehr, sehr viele verschiedene Tutorials, alles hier zu dem Thema Disk Station nochmal bereit, und darum da auf jeden Fall auch nochmal hinschauen. Aber in diesem Video wollen wir zusammen die Surveillance Station einrichten, die es halt auch für diese Synology Disk Station gibt, um somit dann diese kleine Kamera einzurichten. Das ist eine Reolink C1 Pro Kamera und die habe ich ja auch schon vorgestellt hier auf dem Kanal, aber ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Wie schon angesprochen, geht es in diesem Video hier um die Disk Station und über die Surveillance Station. Die Surveillance Station ist eine Art Programm, was halt auf der Disk Station installiert werden kann, als zusätzliches Programm nochmal, womit du dann verschiedene Kameras einbinden kannst, um halt so dir ein perfektes Alarmsystem zu bauen bei dir zu Hause. Das heißt, du kannst verschiedene Außenkameras, aber auch Innenkameras einbinden, die halt dann entsprechend, ja, wenn halt irgendwo eine Bewegung erkannt wird, aufzeichnen. Und all diese Installationen bzw. wie man das einrichtet, das ist halt Thema diesen Videos. Am Ende vom Video übrigens kommt da auch nochmal ein ganz kleiner Part, wo ich auch die Brücke nochmal schlage zum Homematic-System. Das heißt, du kannst auch der Diskstation mitteilen, okay, jetzt nimm auf, und das mit allen Kameras, weil halt irgendwo etwas festgestellt worden ist im Sinne von Alarmanlage. Und die Alarmanlage, die habe ich ja hier auf dem Kanal eh schon vorgestellt. Aber als Beispiel für dieses Video nehme ich halt hier diese kleine Reolink-Kamera. Wie gesagt, das ist die C1 Pro und diese habe ich hier schon eingerichtet. Das heißt, die ist schon verbunden mit der App und funktioniert auch schon. Das heißt, die ist auch im WLAN halt verfügbar und alles. Und wenn dich das nochmal interessiert, wie das ganz genau hier mit der Kamera klappt und der App und wie das alles aussieht, darum halt hier oben da nochmal halt ganz kurz der Link zu dem Video. Das heißt, dort kannst du das alles nochmal anschauen, wenn du das möchtest. Aber wir starten jetzt erstmal auf der Synology Disk Station selber, das heißt auf der DSM, so heißt es, die Oberfläche, und wir richten dort dann zusammen kurz die Surveillance Station ein und die Kamera, und damit starten wir jetzt. Ich bin hier jetzt schon auf meiner Disk Station eingeloggt und diese Disk Station ist schon eingerichtet, das heißt, ich habe hier bereits Freigaben erstellt, im Vorfeld natürlich auch ein RAID konfiguriert und ähnliches, das heißt, alle Einstellungen sind soweit von mir vorgenommen worden. Um jetzt meine Disk Station auch, ja, in den Zustand zu versetzen, dass diese halt mit den Kameras kommunizieren kann und damit ich überhaupt die Kameras daran anschließen kann an die Disk Station selber, dafür benötige ich ein zusätzliches Paket. Und dieses Paket befindet sich im Paketzentrum, was du vergleichen kannst, zum Beispiel in einem App Store auf deinem Handy. Und somit kannst du die Funktionalität der Disk Station insgesamt halt immer wieder erweitern. Je nachdem, was für Pakete du überhaupt benötigst, kannst du diese dadurch installieren. Darum springe ich jetzt hier in das Paketzentrum rein und suche mir mein Paket raus, was ich für die Kameras benötige, und das ist die Surveillance Station. Suche dieses einfach hier an der Stelle und kann dann hier bei der Surveillance Station einfach auf Installieren klicken. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, einfach mal ganz kurz nebenbei noch erwähnt, während das Paket hier installiert wird, ist, dass halt alle möglichen Anwendungen, die halt hier installiert werden, auf der Disk Station immer im Hintergrund laufen. Ist nicht so wie bei Windows, wo du sagst, okay, ich habe die Anwendung ja gar nicht geöffnet und entsprechend läuft die nicht im Hintergrund. Nein, bei der Disk Station ist es wirklich so, alle Anwendungen laufen immer im Hintergrund und entsprechend benötigen diese halt immer ein bisschen auch Performance, also Speicher und CPU von der Disk Station selber, und das solltest du so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn du dir halt Anwendungen installierst und diese halt ausprobierst auf der Disk Station selber. Aber nun erstmal zurück hier zu diesem Paket. Die Surveillance Station installiert jetzt und darum warten wir ganz kurz einfach ab, bis diese installiert ist. Nach der Installation müssten wir noch ein paar Sachen konfigurieren oder können diese konfigurieren. Wir können benutzerdefinierten Alias-Namen erstmal erstellen. Das heißt, hier in meinem Fall ist gerade die Disk Station unter dieser Adresse erreichbar, also 192.168.178.228, das ist die IP-Adresse, slash
Cam wäre halt hier einfach nur ein Beispiel. Ja, man kann hier halt auch einfach Kamera zum Beispiel eintragen und darum wäre die Adresse dann HTTPS, dann die IP-Adresse / Kamera, obwohl HTTPS natürlich mit IP-Adresse nicht so das Richtige ist. Kann man hier machen, lasse ich an der Stelle einfach weg. Jetzt wird das sogar hier übernommen als Beispiel. Dann können wir einen benutzerdefinierten HTTP-Port aktivieren hier an der Stelle und auch einen benutzerdefinierten HTTPS-Port. Auch das können wir soweit hier konfigurieren. Lasse ich jetzt erstmal alles hier weit raus. Klicken wir einfach mal auf Weiter und dann haben wir hier nochmal ganz kurz eine Beschreibung mit dem Paketnamen, neueste Version nochmal und so weiter und wer das entwickelt hat und eine kurze Beschreibung. Nun gut, übernehmen wir an der Stelle einfach noch kurz und jetzt wird die Installation selber von der Surveillance Station auch abgeschlossen. Nach der Installation springen wir wieder raus hier aus dem Paketzentrum und dann haben wir es hier auch mit im Startmenü drin. Das heißt, hier ist die Surveillance Station auch mit dabei. Öffne ich diese, dann öffnet sich auch schon ein neuer Tab und entsprechend können wir jetzt hier die weiteren Einstellungen der Surveillance Station auch vornehmen. Um jetzt eine neue Kamera einzubinden, klicke ich hier im Menü auf den Punkt IP-Kamera und habe dann hier oben die Möglichkeit, eine neue Kamera hinzuzufügen. Da ich dir jetzt alle möglichen Einstellungen auch zeigen möchte, hier gehe ich hier einfach auf das komplette Setup. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, das schnelle Setup hier zu wählen. Hier im kompletten Setup kann ich dann als erstes mal einen Namen eintragen und da das die Kamera ist, die bei uns drinnen steht und so ein bisschen den Reitplatz filmt, trage ich hier entsprechend den Namen dann auch ein. Den kannst du dir frei wählen. Danach die IP-Adresse von der entsprechenden Kamera und diese IP-Adresse, die kannst du dir ebenfalls auch in der App von Reolink zum Beispiel herauslesen. Alternativ hast du natürlich auch die Möglichkeit, die IP-Adresse zu erfahren, wenn du auf deinen Router schaust, der halt dir DHCP-Adressen vergibt zum Beispiel. Dann als Marke kann ich hier auch Reolink auswählen. Hier ist schon mal eine relativ lange Liste und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, unterstützt die Surveillance Station über 7000 verschiedene Kameramodelle. Also da sollte auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Sollte dein Modell nicht unterstützt werden, darum hier einfach mal ganz kurz in die Einstellung, hast du auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze per OnViv anzubinden. Und das ist halt so ein offener Standard, mit dem du halt einen Stream abgreifen kannst von der Kamera. Also dahingehend hast du da auch nochmal eine andere Möglichkeit. Benutzername und Kennwort hier nochmal eintragen und dann können wir auch schon gucken, ob wir auf die Kamera zugreifen können, indem wir einfach hier auf die Verbindung testen klicken. Das hat bei mir geklappt, das heißt Benutzername und Passwort ist richtig, sowie auch die IP-Adresse von der Kamera und ja, die Verbindung haut soweit hin und klappt also entsprechend. Danach klicken wir hier auf Weiter. Und jetzt habe ich hier nochmal weitere Möglichkeiten der Einstellungen in Bezug auf Videoformat und Audioformat und so weiter. Gehen wir das einfach mal kurz durch. Hier im Videoformat steht schon auf H.264, das heißt, das ist auch das Videoformat, was wir da nutzen möchten. Hast du die Chance, das auch auf MJPEG umzuschalten, dann nehme trotzdem diesen Standard hier, denn der verbraucht, ja, ich habe mal gelesen, ungefähr 80% weniger vom Stream überhaupt, den halt die Kameras übertragen. Audioformat kannst du auch einstellen, steht hier schon auf AAC, man kann es auch komplett deaktivieren, mache ich ja an dieser Stelle, weil Audio brauche ich da absolut gar nicht. Dann habe ich die Möglichkeiten, Stream-Profile anzupassen. Das heißt, bei einer hohen Qualität möchte ich Stream 1 nehmen und das kann ich jetzt zum Beispiel hier auf 1080p setzen. Dann bei einem ausgeglichenen Stream möchte ich Stream 2 wählen und jetzt siehst du auch schon, jetzt habe ich auch die Möglichkeit hier das Ganze nochmal wieder umzustellen auf den Stream 2 und der ist ja auch vorgegeben mit einer festen Auflösung. Bei einer geringen Bandbreite, da möchte ich auch den Stream 2 wählen, denn ja, das reicht definitiv auch bei einer geringen Bandbreite als Streamgeschwindigkeit oder beziehungsweise Auflösung aus. Auch die Bitratensteuerung, die kann man hier nochmal einstellen, wenn man eine Möglichkeit hat. Du siehst jetzt, so viele Möglichkeiten habe ich jetzt hier gar nicht hier zur Einstellung. Das ist auch alles etwas, was von der Kamera noch vorgegeben wird. Das heißt, wenn die Kamera nicht mehr liefern kann an Einstellungen oder halt an verschiedenen Streams, die ausgeben kann, dann hast du hier auch nicht mehr Einstellmöglichkeiten. Klicken wir hier auf Weiter, können wir nun nochmal sagen, was überhaupt aufgenommen werden soll. Entsprechend kannst du hier sagen, wie viel bei der Aufnahme vor der eigentlichen Bewegung oder bevor halt die Kamera eine Bewegung detektiert hat, aufgezeichnet werden soll. Ich habe das jetzt hier auf 5 Sekunden, erhöhe es aber auf 10
Und auch wenn keine Bewegung mehr erkannt wird durch die Kamera, wie viele Sekunden soll denn danach noch mit aufgezeichnet werden? Setze ich bei mir einfach auf 15. Dann kannst du hier ein Archivierungsverzeichnis begrenzen und sagen, okay, ja, wie viel möchte ich denn überhaupt halt aufnehmen? Kann das sagen in Gigabyte, kann aber auch zum Beispiel sagen in Tage und ich setze das hier auf Tage, weil ich das irgendwie logischer finde. Setze aber nicht auf 30 Tage, sondern 3 Wochen reicht mir hier dicke, darum auf 21 Tage. Kann dann auch nochmal die Archivordner bzw. Datenordner hier mit anpassen, das lasse ich aber an der Stelle und die Aufnahmen, die werden gesichert bei mir auf dem Volume 1, das ist halt mein Volume, also mein Speichervolume und dann in dem Ordner Surveillance. Klicke jetzt auf Weiter und kann nun nochmal einen Zeitplan festlegen. Das ist auch ebenfalls sehr wichtig, denn im Zeitplan kann man sagen, okay, ich habe eine Bewegungserkennung oder eine fortlaufende Aufnahme. Und ja, das ist wie gesagt schon wichtig, denn bei einer Bewegungserkennung wird halt einfach nicht so viel aufgezeichnet wie bei einer fortlaufenden Aufnahme. Und darum stellen wir das jetzt nochmal ganz kurz ein und setze das hier auf Bewegungserkennung. Im Moment siehst du, hier unten ist alles grau. Das heißt, er nimmt in diesem Falle immer komplett alles auf. Um das jetzt umzuschalten auf die Bewegungserkennung, aktiviere ich hier die Bewegungserkennung und markiere dann hier unten den kompletten Bereich wieder. Und jetzt nimmt die Kamera nur auf, wenn eine Bewegung erkannt wird. Und sonst würde die halt nicht aufnehmen. Auch löschen ist möglich, das heißt, ich kann hier Bereiche komplett löschen, dann wird in dem Fall dort nichts passieren. So, klicken wir jetzt unten auf Fertigstellen, dann hätten wir auch schon die Kamera selber eingerichtet und entsprechend würde diese jetzt auch schon aufnehmen. Aber was wir nochmal ganz kurz möchten, ist, wir springen nochmal kurz in die Einstellungen rein, denn wir wollen auch nochmal einen Bereich definieren, der überhaupt als Bewegung wahrgenommen werden soll. Als Beispiel, du hast halt vor deiner Kamera einen Baum oder so und der bewegt sich im Wind, dann wäre es ja doof, wenn die Kamera immer wieder dort aufnimmt an der Stelle, obwohl wir das gar nicht wollen. Um jetzt die Einstellung zu bearbeiten, markiere ich einfach die Kamera hier und klicke hier oben auf Bearbeiten. Dann haben wir hier an der linken Seite einen Punkt, der heißt Ereigniserkennung. Und hier können wir halt einstellen, wann überhaupt eine Ereigniserkennung stattgefunden hat. Wenn das bei dir möglich ist, dann sollte man das schon nach Kamera machen. Das heißt nämlich, dass nicht alle möglichen Informationen übertragen werden auf die Surveillance Station und darum sparst du so ein bisschen WLAN-Kapazität. Also in meinem Fall ist es WLAN, denn die Kamera ist per WLAN angebunden. Aber um das nochmal ganz kurz zu zeigen, möchte ich das Ganze halt hier nach der Surveillance Station machen und hier kannst du dann den Erkennungsbereich nämlich bearbeiten. Klicken wir hier einfach mal drauf. Dann sehen wir jetzt hier an der Stelle das Kamerabild und hier unten zum Beispiel, dort sieht man schon einen kleinen Busch und den möchte ich halt damit rausnehmen. Darum klicke ich hier auf das Löschen-Symbol und kann dann hier einfach diesen Bereich rausnehmen. Das heißt, wenn hier irgendwie eine Bewegung erkannt wird durch die Kamera selber, dann soll dieser nicht auslösen. Dasselbe mache ich jetzt hier auch nochmal mit dem Baum, der ebenfalls hier mit im Bild ist und auch den möchte ich hier mit rausnehmen. Mache ich ein bisschen genauer hier an der Stelle so und habe den Baum auch mit rausgenommen. Für den restlichen Bereich hier, da würde die Kamera immer, wenn eine Bewegung stattfindet, dann das Ganze auch aufnehmen. Was ich ebenfalls nochmal mit rausnehme, ist hier hinten die Straße, wenn hier ein Auto lang fährt, finde ich auch nicht so interessant und so lasse ich es jetzt. Das heißt, ich speichere das hier unten nochmal ab und jetzt würde die Kamera immer, wenn hier irgendwo eine Bewegung stattfindet, das Ganze dann aufnehmen und ich habe danach die Möglichkeit, das hier auf der Surveillance Station mir dann nochmal anzuschauen. Die Kamera selber ist jetzt ja schon mal eingerichtet und je nachdem, was für eine Synology Disk Station du bei dir im Einsatz hast, kannst du halt auch eine, zwei oder auch mehrere Kameras einsetzen. Möchtest du mehrere Kameras einsetzen, brauchst du vermutlich auch nochmal eine Lizenz. Hinweis zu den Lizenzen gibt es unten auch nochmal in der Videobeschreibung oder auf dem Artikel im verdrahtet.info. Das heißt, dort kriegst du auch nochmal alle weiteren Infos. Was wir jetzt zusammen machen, ist aber erstmal auch, ja, wie kann ich denn überhaupt jetzt auf die Kameras zugreifen? Ja, eingerichtet ist sie ja, aber wie kann ich mir zum Beispiel ein Live-View einfach mir einrichten? Und natürlich, wie kann ich denn auch unterwegs mit dem Smartphone einfach mal darauf zugreifen, auf die Kamera, um zu sehen, was ist denn überhaupt zu Hause los? Damit machen wir jetzt weiter. Da die Kameras jetzt eingerichtet sind, wollen wir natürlich auch darauf zugreifen, um uns kurzerhand anzuschauen, was überhaupt so vor der Kamera gerade passiert. Und um das zu machen, dafür haben wir verschiedene Möglichkeiten. Zum einen haben wir hier ganz klassisch die Live-Ansicht.
klicken dort einmal drauf und dann öffnet er hier auch schon eine Übersichtsseite, die wir uns auch nochmal frei konfigurieren können. In meinem Fall jetzt einfach mal drei Kameras, die hier angeschlossen sind. Und entsprechend haben wir hier dann die Möglichkeit, uns einfach das Bild dann anzuschauen. Ebenso, man sieht das jetzt hier schon anhand des Pfeils, können wir auch das Ganze dann ein bisschen bewegen. Das heißt, wenn die Kamera das unterstützt und diese richtig eingebunden ist hier ins System, dann haben wir auch die Möglichkeit, einfach die Kamera dann selber drehen zu können, so dass du dann auch ja zu anderen Bereichen hinschwenken kannst, um dir dort dann das andere Kamerabild anzeigen zu lassen. Das hier ist allerdings ja nur die Live-Ansicht. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass du dir auch anschauen kannst, was die Kamera so aufgenommen hat. Das machst du hier einfach über die Chronik. Und hier hast du dann komfortabel eine Übersicht, ja, was so aufgenommen worden ist, um dann einfach mal nachzuschauen, okay, was ist denn in der Vergangenheit so passiert, beziehungsweise wann hat die Kamera, wann ist sie ausgelöst worden und welche Dinge wurden dann dort aufgenommen. Und du hast hier oben erstmal einen Kalender, der zeigt jetzt einfach nur die letzten 3 Tage bei mir an, da ich nicht mehr Aufnahmen habe, da ich das einfach so weit begrenzt habe. Und dann kann man sich hier entsprechend dann auch die Sachen dann anzeigen, beziehungsweise kannst du dir hier im Zeitstrahl dann einfach auch nochmal die einzelnen Sachen soweit raussuchen, um halt dann nochmal genauer zu gucken, okay, was ist denn überhaupt da gewesen um 23.17 Uhr zum Beispiel. Und ja, so kannst du dir das Ganze einfach dann auch nochmal in der Chronik anschauen, falls irgendwie dort was gewesen ist. Damit du nun aber auch von unterwegs auf deine Diskstation bzw. natürlich auch auf die Surveillance Station drauf zugreifen kannst, dafür benötigen wir irgendwie ja einen Zugriff bzw. müssen wir es irgendwie zulassen, dass deine Diskstation auch nach außen kommuniziert. Und entsprechend ja, braucht die halt irgendwie eine Adresse und dafür nutzen wir jetzt den Quick Connect Zugriff von der Synology. Es gibt auch noch den Zugriff über den externen, also den externen Zugriff, den gibt es hier ebenfalls, aber fürs Video jetzt und weil es halt echt viel einfacher zu konfigurieren ist, nehmen wir jetzt einfach mal kurz Quick Connect, klicken hier einfach mal drauf und können hier dann an der Stelle Quick Connect aktivieren. Dafür brauchst du ein Synology-Konto, ich bin hier jetzt auch schon eingeloggt und kann hier jetzt an der Stelle einfach Quick Connect aktivieren und mir hier eine Quick Connect ID aussuchen. Das ist sozusagen dein Name, sag ich mal, unter der die Diskstation dann in Zukunft auch erreichbar sein wird. Markiere hier noch eben kurz das Häkchen, damit ich Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien zustimme und klicke dann unten auf Übernehmen. Ist das Ganze dann richtig eingerichtet und übernommen, dann sehen wir hier unten auch Verbindungen zu Ihrer Diskstation von überall. Das heißt zum Beispiel nämlich auch, dass du in deinem Webbrowser jetzt über diese Adresse auch auf deine Diskstation von unterwegs aus drauf zugreifen kannst. Meine Quick Connect ID verdrahtet, die merke ich mir jetzt und kann danach dieses in der App auch konfigurieren, um halt dann ja auf die Kameras von unterwegs aus zugreifen zu können. Und die Konfiguration in der App ist super simpel. Das Einzige, was du nämlich machen musst, wenn du diese geöffnet hast, ist hier oben deine Quick Connect ID, die wir gerade eben ja festgelegt haben, einzutragen. Gefolgt natürlich von Benutzername und Kennwort von deiner Diskstation, also von deinem Benutzer auf der Diskstation. Und dann kannst du dich hier auch schon einloggen. Das heißt, ich klicke jetzt einfach mal auf Anmelden. Dann dauert es mal einen kleinen Moment, bis halt das Gerät die Verbindung aufgebaut hat vom Handy zur Diskstation. Und dann ist man auch schon in der Übersichtsseite, wo man dann einfach den Zugriff hat auf die Kameras. Carport-Kamera, das ist jetzt mein Fehler, da bin ich gerade noch ein bisschen am Umbauen, darum wird die jetzt gerade hier nicht erkannt, aber ansonsten hier zum Beispiel den Reitplatz haben wir hier soweit ohne Probleme drin. Klicken wir da einfach mal drauf, dann sehen wir hier auch schon die Übersicht vom Reitplatz und kann das hier entsprechend mir dann anschauen. Auch eine Steuerung wäre hier nochmal möglich, lasse ich jetzt aber mal ganz kurz hier raus. Wenn wir hier zurückgehen, dann haben wir hier aber auch nochmal weitere Möglichkeiten. Das heißt, zum Beispiel kannst du dir auch deine Aufnahmen nochmal anschauen, um mal dann zu gucken, okay, ja, erst recht, wenn du unterwegs warst, was war dann so zwischenzeitlich los? Und man kann sich dann hier halt entsprechend dann diese Aufnahmen nochmal ganz genau anschauen. Ebenso möglich ist es, dass man halt einfach eine Benachrichtigung bekommt, wenn halt irgendwo eine Bewegung erkannt wird. Auch das kannst du ja konfigurieren noch in der App, habe ich jetzt hier nicht gemacht, aber entsprechend gibt es halt solche Möglichkeiten dann noch. Ja, und diese Möglichkeit bietet halt diese App und ich finde es halt sehr praktisch und angenehm, einfach auch die Möglichkeit zu haben, von unterwegs mal zu gucken, was ist denn überhaupt zu Hause los und ist noch alles soweit in Ordnung.
Der Zugriff ist jetzt ja auch ebenfalls eingerichtet. Das heißt, von unterwegs kannst du ebenfalls auch mit der App einfach darauf zugreifen. Finde ich halt sehr praktisch und mache ich auch ehrlich gesagt schon öfter. Einfach um zu gucken, was ist denn überhaupt zu Hause los? Steht das Haus noch oder ist es abgebrannt? Einfach mal nachzugucken, wie es da so ausschaut. Aber ich habe ja am Anfang des Videos schon versprochen, dass wir uns auch nochmal eine Integration anschauen zum Homematic-System, um da auch nochmal kurz die Brücke zu schlagen. Ich habe ja schon verschiedene Videos auch gezeigt, wie du mit diesem Smart-Home-System bei dir zu Hause eine Alarmanlage realisieren kannst. Und entsprechend passt dieses System perfekt da eigentlich mit rein zu diesem ganzen großen Thema Alarmanlage. Darum geht es jetzt mit diesem Thema nämlich weiter und entsprechend, ja, würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal kurz nochmal auf der DSM-Oberfläche, das heißt auf dem DiskStation Manager von Synology und machen dann weiter im Homematic-System, wo ich dir dann nochmal zeigen kann, wie du das Ganze so weit einrichtest, dass alle Kameras aufnehmen, wenn bei dir zu Hause ein Alarm detektiert wird. Damit machen wir jetzt weiter. Sollte nun zum Beispiel die Alarmanlage von deiner Homematic-Installation einen Alarm melden, wäre es ja wie gesagt praktisch, dass man das auch aufnehmen kann. Und wir regeln das Ganze über die Aktionsregeln der Synology Surveillance Station. Hierfür öffne ich einfach in der Surveillance Station selbst das Startmenü oder Hauptmenü und klicke hier auf Aktionsregeln. Jetzt sind hier im Moment noch keine Aktionsregeln erstellt und bis zu 10 verschiedene Regeln können wir hier auch von externen abrufen. Das heißt, du kannst jetzt zum Beispiel eine Regel erstellen, um eine Carport-Kamera zu starten, dann eine zweite Regel, um diese auch wieder zu stoppen. Oder du kannst auch eine Regel erstellen, um alle Kameras zu starten und stoppen. Also ja, das zeige ich dir jetzt aber nochmal im Detail. Ich klicke hier oben erstmal auf Hinzufügen und kann dann halt dementsprechend einen Namen geben. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal kurz Homematic und bei Regeltyp, da wähle ich jetzt hier Ausgelöst. Aktionstyp ist unterbrechbar, können wir soweit lassen. Klicken dann auf Weiter und haben hier dann ein Ereignis. Hier beim Ereignis muss ich nämlich festlegen, was denn überhaupt passiert ist. Du kennst vielleicht auch von anderen Automatisierungen, dass man irgendwie ein Ereignis braucht, wann oder warum halt irgendwie was auslöst. Also kann ich jetzt hier bei Ereignis erstmal halt ein Ereignis erstellen. Und als Ereignisquelle sage ich nicht Kamera, sondern ich sage hier externes Gerät. Als Ereignis externes Gerät 1 und hier sind auch die 10 verschiedenen Ereignisse, die halt ja, stattfinden können. Bleiben wir mal bei der 1 und Auslösertyp ist erstmal hier einmalig. Dann können wir hier unten, das ist nämlich auch der wichtige Punkt schon, den Befehl abrufen. Klicken hier mal drauf und haben dann hier eine Adresse, die wir dann nutzen können, um halt dieses Ereignis ja, zu starten oder zu triggern. Kopieren wir das hier kurz einfach in die Zwischenablage und speichern mir dieses halt einfach mal kurz weg, denn das benötige ich gleich nochmal. Klicke dann auf Weiter und habe dann hier meine Aktionsgeräte, das heißt, was soll überhaupt passieren, wenn dieses Ereignis stattgefunden hat. Und was ich möchte, ist halt die Kamera beim Carport jetzt als Beispiel erstmal, die möchte ich halt, ja, dass da die Aufnahme startet und das Ganze erstmal für 10 Minuten. Dann zusätzlich möchte ich aber nicht nur die Carport-Kamera, sondern ich möchte auch noch die Kamera im Hauswirtschaftsraum auch nochmal für 10 Minuten starten. Und zu guter Letzt möchte ich auch nochmal meine Kamera beim Reitplatz, die wir ja gerade eben auch gemeinsam eingerichtet haben, auch die soll für 10 Minuten eine Aufnahme starten. Klicke dann wiederum auf Weiter und kann auch mal einen Zeitplan festlegen. Das heißt, ja, ist jetzt in diesem Fall ein blödes Beispiel, aber zum Beispiel, ja, die Alarmanlage soll zum Beispiel um 10 Uhr überhaupt nicht starten, weil dann immer die Post kommt oder so. Also dann soll halt nichts aufgenommen werden, aber wie gesagt, das ist jetzt in diesem Falle ein blödes Beispiel. Lassen wir das einfach mal raus und klicken hier auf Fertigstellen. Jetzt haben wir hier unsere neue Aktionsregel drin und diesen Link, den benötigen wir jetzt nämlich und damit machen wir jetzt ganz kurz weiter. Die URL nämlich, die müssen wir uns jetzt anpassen. Ich habe hier jetzt nämlich ein entsprechendes Skript schon mal mit rauskopiert und hier in der URL müssen wir jetzt nämlich Account und Passwort hinterlegen von unserem DiskStation-User und das mache ich jetzt nochmal und dann wechseln wir auch schon in die Homematic-Oberfläche. In der Oberfläche wechsle ich oben auf Programme und Verknüpfungen und dann auf Programme und Signalverknüpfungen und kann dann jetzt hier ein neues Programm erstellen. Das neue Programm nenne ich jetzt einfach mal Kameraaufzeichnung und mit diesem Programm möchte ich ja, wie gesagt, dass die Kameras aufnehmen und aufzeichnen. Also als Bedingung sage ich jetzt hier beim Systemzustand, dass ein Alarm ausgelöst wurde
und habe hierfür ja meine verschiedenen Logikwerte. Das heißt, ich sage erstmal hier Alarm erkannt, Alarmanlage Alarm erkannt draußen. Wenn Alarm erkannt wird, dann bei Änderung auslösen, soll was passieren. Oder ich sage halt, dass die Alarmanlage drinnen zum Beispiel was erkannt hat. Auch dafür gibt es ja den Systemzustand und wähle dann Alarm erkannt Erdgeschoss. So, es wird ein Zungenbrecher. Oder als dritte Möglichkeit, da sage ich halt, dass im Obergeschoss irgendwie ein Alarm erkannt worden ist. Auch dann soll ja was auslösen hier. Und wenn du nicht weißt, woher jetzt diese Systemvariablen kommen, dann empfehle ich dir einfach mal das Video zu schauen, was ich hier oben als Infokarte nochmal mit einblende. So, dafür habe ich dann eine Aktivität dann nochmal und die Aktivität ist ja, dass ein Skript starten soll. Und dieses Skript, das ist das, was wir gerade eben ja auch schon in der Zwischenablage angepasst haben mit Benutzername und Kennwort beziehungsweise Skript aus der Diskstation selbst. Und dieses habe ich jetzt hier auch nochmal mit eingebunden. Also das ist halt die URL, die ich halt angepasst habe mit Benutzername und Kennwort. Und dieses Skript wird einfach mit ausgeführt. Das heißt, es wird diese URL hier aufgerufen durch die Homematic CCU und dadurch wird dann auf der Synology selbst das entsprechende Skript beziehungsweise das Programm gestartet, was wiederum die entsprechenden Kameras für 10 Minuten aktiviert, sodass sie 10 Minuten aufnehmen. Natürlich kannst du die Zeit halt, ja, wie ja schon gezeigt, auch etwas anders gestalten, sodass es auch länger aufnimmt. Klicken hier auf OK und dann haben wir das Ganze auch konfiguriert, dass eine Aufnahme stattfindet, sollte in der Homematic-Alarmanlage irgendwie ein Alarm detektiert werden. Und das war jetzt schon das Video. Das heißt, wir haben zusammen kurz die Oberfläche mit eingerichtet, das heißt, die Kameras haben wir eingerichtet in der Synology Diskstation und halt auch nochmal die Brücke geschlagen zum Homematic-System, sodass du halt auch die Möglichkeit hast, alles aufzunehmen, wenn irgendwo ein Alarm festgestellt wird bei dir zu Hause. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Solltest du noch weitere Videos dir anschauen möchten, dann würde ich sagen, klick doch mal hier oben da drauf auf das Video, wo ich einfach nochmal das Alarmsystem für Homematic vorstelle. Oder hier unten, da siehst du das letzte Video nochmal, was ich veröffentlicht habe. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Ich freue mich über einen Daumen hoch von dir und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann erstmal. Dankeschön. Ciao.